Willkommen zurück zu Scrapnaut. So, im letzten Part wollte ich die Welt erkunden. Ich wollte Feuerwehrmann werden. Ah, nee, das war wer anders. Aber, ich wollte zum neuen Luftfilter und den entsprechend reparieren. Aktivieren, reparieren, wie auch immer. Und bin daran gescheitert am Sauerstoff. Ich habe diesmal 6 Sauerstoffkanister mit. In der Hoffnung, dass die entsprechend mehr Sauerstoff liefern sollen. Und nicht, dass ich die irgendwo einstecken muss. Also im Inventar irgendwo angeschlossen haben muss. An so einem Kanister oder sowas. Wir sind an ein riesengroßes Tor gekommen, wo wir jetzt dann auch wieder sind. Und das ist dann der neue Bereich. Wo ich mir dann aber auch sage, wie machen die das? Sind das hier Kuppeln? Also beziehungsweise, ich glaube ja, es sind Kuppeln. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Sekunde. Ich muss dahin. Ich muss jetzt erstmal laufen. Jetzt wird sie aber gleich tödlich. Ich bin aber scheinbar auf dem richtigen Weg. Luftfilter. Oh nein. Ich brauche echt diese ganzen Sachen. Oh, das hätte ich vorher wissen müssen. Muss ich hier einen Teleporter finden oder was? Ich glaube, das wäre am einfachsten. Brauche ich dann Schrott? Schrott, Elektroschrott, Chip. Großer Generator, goldener Chip. Da finden wir hier einen Teleporter, der vielleicht aktiv ist. Das oder das könnte der Teleporter sein. Teleporter inaktiv. Roter Kristall wird benötigt, egal. Hier drin kann ich jetzt mal ein bisschen Luft schnappen. Schrott habe ich 7. Ein bisschen Schrott fehlt mir noch. Okay, damit habe ich schon mal ein bisschen was erreicht. Achso. Da war ja was. Schrott. Schaufel ist jetzt das, was ich hier brauche. Was brauche ich noch? Elektroschrott. Ich muss jetzt herausfinden, was passiert, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Und hier kann ich meine nächste Basis aufbauen. Oh, hier finde ich aber Knochen. Das finde ich aber gut. Inaktives Gebiet, na super. Ja. Sauerstoff 100. Oh. Ja, das war jetzt mega doof, Leute. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen zu häufig drauf geklickt. Das war saudumm. Na. Jetzt muss ich erstmal wieder Behälter und alles finden. Oh Mann. Habe ich jetzt ja sowas von den Vogel abgeschossen, würde ich sagen. Einfach mal zigtausendmal A-Spam. Wird schon schief gehen. Oder, beziehungsweise, was wird schon schief gehen, ne?
Okay, also ich muss mir Sauerstofftanks herstellen. Und ich sehe auch, was ich brauche. Chip, großer Generator. Habe ich denn da unten irgendwas, wenn ich da lang gehe? Nee, nicht wirklich. Und wenn ich unterwegs irgendwo rote Kristalle finde, so wie da, und ich den da vernichtet habe. Dann sollte ich vielleicht mal die anderen Teleporter auch reparieren, ne? Wäre sinnvoll. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich. Ich weiß nicht, ob ich Kohle brauche oder nicht. Goldener Chip. Chip. Oh, nee. Hat er mich jetzt gerade ernsthaft nicht gesehen? Keine Ahnung. Für den Chip brauche ich Eisen. Ich brauche 4 Chips, okay. Natürlich habe ich kein Eisen mehr. War ja auch klar. Zwei Eisen für einen goldenen Chip, ja. Und für einen großen Generator Eisen. Also Elektroschrott brauche ich und Eisen. Also gehen wir mal erstmal zum inaktiven Teleporter. Ja. Und wenn wir da unterwegs irgendwo Eisen finden, nein, kein Goldeisen. Gegner nehmen wir auch gerne mit. Elektroschrott brauche ich. Ernsthaft, bin ich schon wieder fast am Verhungern? Das war so dumm von mir. Muss ich auch gleich noch gucken, wie ich das herstelle. Ich meine, was ich jetzt gelernt habe, ist, ich halte bis dahin durch. Was die Gesundheit angeht, aber trotzdem. So. Das ist schon mal ein bisschen Eisen hier. Hast du der Teleporter? Ja, du hast der Teleporter. Dieses Gerät erlaubt es dir, alle Teleporter zu aktivieren. Füge einen roten Kristall hinzu, um den Teleporter zu aktivieren. Okay. Roter Kristall. So, so, so. Gucken wir mal. Jetzt steht da, dass er aktiv ist, ne? Ah, schön. So wollte ich das sehen. Luftfilter. Habe ich noch Platz? Ja, ich brauche ja noch, wie gesagt, ein paar Gegnerchen. Nee, Gold will ich jetzt nicht. Ich will jetzt wirklich einfach nur Gegner klatschen, damit ich hier ein bisschen Schrott bekomme. Elektroschrott. Und hier so ein bisschen durch den Wald laufen. Mich erfreuen.
Elektroschrott. Jetzt muss ich da irgendwo hier hin. Da ist wieder ein Gebiet und da sind bestimmt wieder haufenweise Gegner. Ein Camp. Dann haben wir einfach nur... Gehen wir mal in die Behausung rein. Ein Skillbuch. Atemtrank. Könnte ich eigentlich mitnehmen. Der ergibt jedenfalls ein bisschen was Sinnvolles. Die Konserve brauche ich nicht. Heiltrank, ja komm. Wenn denn die Gegner nicht angreifen. Hm. Verteidigungstrank, nee, den brauche ich nicht. Schrott brauche ich. Achso, jetzt war ein Pilz dazwischen. Den wollte ich gar nicht haben. So, was habe ich jetzt hier oben noch? Ich glaube nicht, dass da in der Richtung noch irgendwas Sinnvolles ist, aber wir schauen einfach mal. Was, mein Inventar ist echt voll? Dann fallen lassen. Ey, das ist nicht auf der Karte vermerkt. So, damit habe ich auch wieder Platz. Schnell was essen. Achso, dann macht es dann so Sinn. Da kommt der nächste. Ich suche eigentlich so welche Bücherchen. So, der letzte. Toll. Na, das hat sich ja gelohnt hier. Mann, 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 das war ja hier richtig ein Abenteuer. Nichts Interessantes. Achso, hier war ich schon mal. Ist das Energiemodul? Ah, verdammt, ja. Stimmt, jetzt wo sie es sagen. Aber warte mal, hatte ich nicht auch noch was bekommen? Genau, ich darf mich doch da jetzt mal hin teleportieren, ne? Haha. Ich hoffe, ich habe jetzt alles, ey. Stapeln. So, also gucken wir mal ganz kurz. Kann ich das denn herstellen? So ein leerer Tank. Hier kann man was an Öl lagern. Ne, brauche ich nicht. Verdammt, das ist Rüstung. Das brauche ich auch nicht. Waffentisch. Okay, wahrscheinlich als Alchemietisch, hä? Waffentisch, Rüstungstisch, Alchemietisch. Hundertprozentig. Sauerstofftank, da haben wir es doch. Blaue Kräuter und Eisen. Boah. Blaue Kräuter und Eisen. Muss ja irgendwas wird dann mal irgendwann fehlen. Und ja, jetzt weiß ich es. Egal, jetzt kann ich erstmal zack, 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 zack den großen Generator bauen. Jetzt brauche ich zwei goldene Chips noch. Und normale Chips, okay. So, das heißt, ich brauche das Gold, den Schrott brauche ich nicht. Weiß, ist mir hier gerade Platz. Ich habe rote Kristall. Ja, einen roten Kristall sollte ich aber mitnehmen. Macht Sinn.
Das macht gegebenenfalls Sinn, das Holz. Das hatte ich, glaube ich, dann da drüben gelagert. Ja, hier hatte ich das gelagert. Hätte ich auch das da gelagert. Das kann ich ja eh jetzt wieder umlagern. Haha, seht ihr mal. Bin ja nicht doof, ne? Weil ich habe jetzt neue Lagermöglichkeiten. Das heißt, jetzt mache ich hier, zack, einmal neu umstapeln. Und dann kann das darüber. Das da auch. Und da habe ich sogar schon wieder Platz. dann kann ich jetzt das Gold da rausholen. Hier kann ich auch wieder umstapeln. Das Gold rausnehmen. Kann ich hier umstapeln irgendwas? Nee, ne? Nein, bringt nichts. Gut. Einfach erstmal umstapeln. Ob es was Sinnvolles ist oder nicht, ist erstmal vollkommen irrelevant. So, Chip, Chip. Großer Generator, goldener Chip. Elektroschrott. Ich habe alles. Ich habe alles, wunderbar. Das heißt also, es sollte rein theoretisch nichts schief gehen. Ich habe den roten Kristall auch dabei, dass ich sofort zur Teleporterstation abdüsen könnte. Die Knochen drüben. Okay. Mal gucken nochmal. Habe ich den Knochen hier drüben? Ja, da drüben habe ich den Knochen. Okay. Ich hätte ja auch den Elektroschrott mitnehmen können, ne? Hm. Vier Chips, das, das, das. Ja doch, das sieht eigentlich gut aus. Dann jetzt das rüber. Das rüber und das rüber. Ja, und jetzt heißt es laufen. Ah, nee, ich muss mir noch eine neue Waffe machen. Ja. Aber Tru, du wolltest doch gerade los. Ja, ich weiß, aber ohne eine bessere... Ich wollte mich doch verarschen, ne? Diese schönen Sachen kann ich immer nicht herstellen, weil mir dazu was fehlt. Ah, okay. Holz und Eisen. Für ein Eisenmesser. Holz habe ich hier. Und Eisen habe ich ja bekanntlich hier. Das ist ein Witz, ne? Es ist so... So. Das Eisen packen wir ganz kurz dahin. Danke. Ne, jetzt ernsthaft. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen so... mich am Ärgern. Das wieder beiseite packen. Gib mir meine Machete. Danke. Eisen. Ach. Eisen rüber. Und kann ich noch den großen Knüppel. Ich hätte sogar noch Eisen in meiner Basis. Na, ist ja in Ordnung. Jetzt gucke ich ganz kurz, ob ich hier irgendwo blaue Kräuter finde. Rote Kräuter. Nix rote Kräuter, suche blaue Kräuter. Blaue Kräuter sind die gute. Diese blauen Pflanzen, ich suche hier blaue Kräuter. Die müssen genauso aussehen wie die roten, so wie hier. Wo ist halt in Blau? Wo finden wir sie? Auch mal interessant, dass es nicht mal ansatzweise in der Nähe von meiner Basis was ist.
wollte gerade sagen, willst du mich jetzt veräppeln? Was bist du denn jetzt abgedanced? Da hat es wohl jemand eilig. Lilla hätte ich im Angebot, aber kein Blau. Ah, noch eine Minute Zeit. Meine Güte. Ich wollte sagen, eine Schaufel habe ich doch im Inventar, ne? Kann ich hier ein bisschen aufräumen? Da. Da. Oh, den Verteidigungsturm habe ich noch gar nicht aufgebaut. Kann ich noch einen kleinen Generator bauen vorher? Kann ich einen kleinen Generator bauen? Ja, kann ich. Wo denn? Ich höre, aber ich sehe nichts. Ah, da. Ja, moin. Ich musste nicht einmal kämpfen. So macht das Spiel noch mehr Spaß, wenn man nicht einmal kämpfen muss. Ha! Schön. So, jetzt wollte ich mit der Schaufel noch einmal schaufeln, damit ich dann wieder Platz im Inventar habe. Also, ihr wisst, was ich meine mit Platz im Inventar, ne? Also, so. So, dann hier. Dass man nicht gedrückt halten kann, Mann! Kann ich das rüber in die Kiste packen. Ich hab zu viel Schrott. Kann ich hier noch einen elektrischen Ofen könnte ich noch einbauen. Noch was bauen? Eine Plasmakanone, gruselige Kanone, eiserne Kanone, kupferne Kanone, Titankanone, Schwerkanone, Basisteleporter, nee, das brauche ich nicht. Ja, komm, legen wir es hier einfach mal ab. So, jetzt nochmal schnell dahin laufen, komm. Na komm. Braucht es eigentlich nicht, ne? Wollte ich nur einmal anmerken. Wenn ich hier irgendwo eine blaue Pflanze finde. Sollte ich sie nicht gesehen haben, schreit ganz laut. Oh, da ist die blaue Pflanze! Was? Wir dürfen den Caps Lock schreiben? Nein, dürft ihr nicht. Imaginär sollt ihr schreien. Holt mir das Trommelfell raus. So, hoffentlich schaffen wir es jetzt. Ja gut, da gehe ich mal von aus, das schaffen wir. Ich habe ja jetzt alles dabei. Oder?
So, schon mal eine Tasche. Das auch schon mal rein. Damit ich das umso schneller dann aktivieren kann. Oh, das kreuche ich mal wieder her. So, dann das und das. Ah, der Luftfilter ist aktiv. So, und jetzt noch den Teleporter aktivieren. Yep, wunderbar. Wahrscheinlich darf ich jetzt auch auf dem Bereich da bauen. Oder? Jawohl, jetzt dürfte ich hier bauen. Also ich könnte mir jetzt hier eine zweite Basis aufbauen. Aber wir müssen mit Rusty reden. Insofern macht das jetzt aktuell hier gar keinen Sinn. Aber Fakt ist auch, wir wissen jetzt, was uns genau erwartet. Das hier war das Gebiet Nummer 1. Das hier ist Gebiet Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4 und wahrscheinlich wird dann hier irgendwann hier Nummer 5 sein. Also reden wir kurz mal mit Rusty. Ach, schön. So. Rusty. Die Luftfilter in der Wüste funktionieren. Großartig, jetzt kannst du mir helfen. Es gibt ein Kraftwerk in der Wüste. Es ist baufällig, aber es sollte einige Ausrüstung im Inneren geben. Schau dich nach Teilen für mich um. Du solltest jedoch zuerst einen Ort für eine Wüstenbasis finden, wenn du dies noch nicht getan hast. Deine Baukanone sollte die neue Umgebung erkennen und es ermöglichen, neue Strukturen zu bauen. Ich habe alle notwendigen Informationen auf deiner Karte markiert. Viel Glück. Baustrukturen? Okay, jetzt bin ich doch nochmal ganz kurz neugierig. Da. Ich teleportiere mich jetzt da doch mal hin. Weil, was für neue Baustrukturen? Ja gut, das Aussehen hat sich da ein bisschen geändert, aber das war's dann auch. Ich kann jetzt aber nichts Besseres bauen oder sonst was. Nee. Nee. Also es hat jetzt wirklich keinen größeren Sinn. Das macht dann eher Sinn, wirklich dann hier in meiner Basis immer zu bleiben und da alles aufzubauen. Statt da irgendwas zu riskieren. Also, finde ich. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, ja, aber Troh, da muss ich doch mal hin und her teleportieren. Ja und? Kann ich doch machen. Wozu soll ich da eine zweite Basis aufbauen? Wenn ich doch hier schnell hinlaufen kann. Finde ich, wie gesagt. Also wenn ihr das anders seht, gerne damit in die Kommentare. Können wir uns gerne drüber unterhalten. So, kann ich jetzt aus nur Schrott was machen? Nur Schrotttreppen mit Eisen. Aus Metrierboden. Das bringt mich nicht wirklich weiter. Ich finde es immer geil, wenn man irgendwo was am Gucken ist. Dann ist man gleich anfängt. Pum, 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 pum. So. Aber gut, dann lassen wir das so. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Troh. Haut rein. Tschüss.